Und jetzt Genau. willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 3. Wir pushen unser Gear. Ich Ja. habe ein neues Amulett bekommen. Endlich mal Höllenfeuer-Amulett mit zumindest einem Sockel, sagen wir es so. Der Kahn ist nur minimal runtergegangen. Ja, ich habe jetzt bei mir sei es Ring weggehauen. Ja, den Sockel. Und habe stattdessen was anderes drin, weil ich glaube, den Eindruck habe ich einfach, dass die Paralyse nicht getriggert wird, wenn jemand anderes natürlich schon vorher durch einen anderen Effekt betäubt wird. Und das macht es natürlich dann ziemlich blöd für mich, wenn ich auf Paralyse setze, wenn da halt zu 80% es nicht mehr getriggert wird. No. Obwohl es 15% angeblich sein sollen, die die Chance haben. Ja, vor allem du haust ja so viele Angriffe raus. Ja, ja eben, deswegen habe ich ja jetzt noch zusätzlich den Effekt drin, dass möglichst viele zusätzliche Combo-Blitze rausgefeuert werden, um einfach wirklich viel Blitzschaden zu drücken, um viel den Effekt zu triggern. Und das will ich jetzt mal so ein bisschen probieren. Also ich habe jetzt durch das Update schon gesehen, dass man jetzt wieder auch vermehrt Feuervogel-Z spielt, also jetzt durch den Buff der vor allen Dingen nötigen zusätzlichen Passiv-Items und der Kombination davon. Ich mag halt das Set aber trotzdem halt an sich nicht. Was war denn das Feuervogel-Z? Aber, ja, Feuervogel war halt, bei den ersten zwei kriegst du einen Bonus auf. Wenn du kannst halt einmal sterben und es hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden, dann kannst du halt nochmal sterben. Also du kriegst eine Wiederbelebung. Meteor vom Himmelfeld, bla bla bla. Genau, der zweite ist, wenn du Gegner in Brand setzt, kriegen sie so und so viel Schaden. Und wenn die richtig im Brand, völlig im Brand gefallen sind, dann kriegen sie nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und der letzte Effekt ist, jeder Gegner, der im Brand versetzt ist, erhöht deinen Angriff um 200%. Oder ich glaube, inzwischen sind es sogar 300. Das ist so 20 mal stapelbar. Okay. Was ziemlich heftig ist. Aber erstmal musst du so viele Gegner kriegen. No. Wenn eine Elite-Gruppe in der Nähe ist oder ein Boss und der brennt, wird es sofort Hardcore getriggert. Okay. Dann hast du gleich sofort den 20er Boost, aber dann ist auch schnell Kirschkuchen, weil nichts läuft. Total super, die Assoziation mit dem Kirschkuchen. Ja, da hast du ihn einfach super schnell aufgegessen, so, und das ist dann einfach, dann ist der dann Spaß auch schon halt wieder vorbei. Ja. Dann ist es halt blöd. Also, dann hast du auf einmal deinen Effekt verloren und hast eventuell noch eine Riesengruppe vor dir. Ja. Aber ich sehe halt, die ganzen Leute, die das auch spielen, sind halt alle auch so Paragon-Stufe 4000, die dümpeln auf 700 und 800 rum, also, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir trotzdem ziemlich gut damit fahren. Ja, ja, auf jeden Fall, aber wenn die anderen halt natürlich mit 100, Stufe 120 da rumdümpeln, schon mal ein Message war. Ja, also, aber wenn die auch einfach mal doppelt so viel Intelligenz haben wie wir. Ja, ja, genau deswegen. Das ist halt, ja, kannst ja nicht miteinander vergleichen, richtig. Weil wenn ich einfach nur krass werde, bloß weil ich das Game 500 mal so viel gezockt ja, habe wie jetzt, später, dann. Dann. Ja. Das ist trotzdem. Scheiße, ich hätte dafür jetzt Geld nutzen können. Nein, egal. Ich mache immer Aufgewertete bei den 50ern. Ja, macht doch so Sinn, sonst kommst du ja gar nicht voran. So habe ich mir auch die ganzen Keile Sands zusammengefarmt. Ja, haben wir doch schon geschafft, ist doch gut. Ja, 4 Minuten Aufnahme. Ja, also können wir weitermachen. Ja, natürlich. So, mit dem 55er fährt man da auch echt gut. Ich muss kurz was schreiben. Mach ruhig. Ja. Jetzt geht's weiter. Boah.
geht's weiter, aber na, sehr schön. Yep. Boah, Alter, wenn so eine Schnörkel-Level sind, echt mein Lieblingslevel, not. Ich hasse die. Das ist wirklich das Schlimmste hier. Mit Abstand. Dann in kleinen Ecken hängen, in, kannst dich nicht vernünftig wegteleportieren. Genau. Aua, in Arkan stehen ist doch ziemlich schmerzhaft. Nee. Bin ich sogar bei 150 Millionen Zähigkeit. 150 Millionen? Ja. Das ist gut. Alter, wenn du dann noch den 15er Stack plus den Gürtel und alles hättest, dann wäre deine Zähigkeit ad absurdum krank. Ja, das sollte so ja auch sein. Braucht man ja auch. In den 70er. Ich hab jetzt nur Zähigkeit von 350 Millionen. Und es wird natürlich immer mehr. Na, je mehr du killst. 405. 440. Oh, der wird richtig pro Lock haben. So. Und Doppelschuss. So, wir können wieder weg. Und ich habe 1144 Blutsplitter. Da kann man vielleicht auch noch mal was reißen. Ja, ich habe 875. Das mache ich jetzt auch schnell. Blub, blub. Hallo, Kadala. I need a ring. Nichts. Richtig gut. Stein vom Jordan. Ja, Mensch. Ab über den Jordan damit. Gleich mal nach unten werfen. Nach Kadelium. So. Huch, ah ne, ist noch nicht identifiziert. Okay. Das machen wir schnell. Dann hier ist Bindung. Da hast du das Scheißding. Nur nicht schon gut. Ja, ich hab noch eine im Inventar, die ich immer mal wieder. Achso, das ist jetzt die Hüfte. Ah, die du immer wieder neu auswürfelst, so. Ja, aber ich meine das Amulett Kalans Weisheit. Aber naja, ist auch sinnlos. Ich habe jetzt eigentlich einen Dings. Hab jetzt eigentlich ein gutes Amulett. Ja, brauchst du nur einen Ring. So. Ja, die Knochenrüstung auf 15 ist schon nice. Ja, nur ein Ring. Also ich brauche noch ein bisschen mehr. Nee, aber ich meine jetzt den Ring, wo du, damit du halt das Amulett aus der, also damit du den Ring aus der passiven rausholen kannst und da stattdessen das Amulett reinknallst. Dafür habe ich keinen Platz mehr. So. Ich komme jetzt so kurz mit rein und port mich dann zurück, weil mein Inventar voll ist mit Angst. Jo, mach das. Bullshit. Boah, nee, kannst du vielleicht nicht, lauft jetzt nicht hinterher. Musst du warten, bis es fertig ist? Nö, 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 ich port mich einfach zu dir. Kannst du nicht in, ja nicht. In dem großen. Ach, Mann. Ja, ist noch eine halbe blaue Gruppe. Solltest du die nicht killen? Dann kill sie. Ich, ja, ich hab die nicht gesehen bei mir. Aber du kriegst jetzt eh nochmal einen erhöhten Schaden. So. Ich renne.
muss mal gucken, wie viel Zähigkeit ich habe, wenn ich unter 50% Leben bin, dann geht's ja noch mal höher. Das stimmt, dann geht's jetzt noch mal höher, ja. 50 Millionen. Ja, das wirst du dann im 70er merken oder im 65er oder sonst wo. Ja. Jetzt kriegst du sie nicht mehr mit. Okay, dann lass ich das Ganze jetzt. Den Shaders finde ich auch noch halt, wie gesagt, gut. Nur den der Schnelligkeit, den finde ich auf höheren semi-nützlich. Der ist nur gut in Kombination mit den anderen. Ich weiß nicht, ich kann dem eigentlich auch viel abgewinnen. Nee. Dadurch, dass man die Gegner ja sozusagen vom Angriff abhält, weil man die ja hochschleudert, zumindest die meisten Gegner. Aber bei einer Masse ist halt total, haben wir ja auch bemerkt, da war das, sobald die Masse nicht schnell stirbt oder man nicht einfach effektiv durchlaufen kann, sie noch zu einem Angriff kommen, ist man halt instant dead. Ich glaube, dann haben wir die Folge auch. Nee, 12 Minuten. Oh, krass, das kann man. Ja, die 50er ja, gehen halt super schnell, wa? Das sind sogar 55er. Achso, ja. Irrelevant. Das ist es wirklich. Alles direkt, schnell zerstören. Nächste Runde. Hast du schon wieder so viel voll? Nee, ich hab nicht alle aufbrauchen können. So. Dafür habe ich keinen Platz. Nicht so schick. So, also wenn du möchtest, kannst du starten. Das ist zu teuer. Oh Gott, da sind die auch auf heute am Schienen und du hast sie nicht in gut bekommen. Naja. Generell, hier hatte ich doch irgendwas in Uralt. Ja, die Verheißung. Hat auch nicht. Ja, auch scheiße. Ja. Brauchen wir nicht drüber überlegen. Brauchen wir nicht drüber reden, war. Na. No. Klar kann ich mich nicht darunter porten, warum ja auch. Nee, keine Sichtlinie. Mhm. Hier ist ein blauer, aber okay, bei dir geht's gar nicht lang. Dann habe ich ein. Ach, so ein Dimensionsschild. Nee, bei 159 Millionen Zähigkeit bin ich jetzt. Geht minimal voran. Ja, mit jedem Level, oder? Bei welchem Level hast du es jetzt so? Stufe 40 schon. Das ist noch nicht so weit. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Doppelte Gruppe, das war gut. Das ist gut gezogen.
dem Gebiet kann ich noch echt was abgewinnen, weil es hier wenigstens enge Räume sind. Das heißt, ja, die Gegner könnte ich einfach so durch die Tür splattern, was ich ganz angenehm finde. Ja, also durch Wände. Dass es alles auf einer Ebene stattfindet. Ja, genau. Und man nicht an die. Also die Ecken sind doch einfach besser. Man ja, die sind halt wirklich eckig und nicht so, wiu, da noch eine Kurve, links rum, rechts rum. Schwäche überkommt euch. Und man kann durch Wände durch, wenn sie offen sind. Hier ist der gelbe. Oh shit. Da wird nicht drin stehen. Ja, vielleicht kriegen wir es ja sogar noch schneller durch. Ah, glaube ich kaum. Aber wir sind auf jeden Fall ziemlich schnell diesmal. Es hat auch nur ein 55er, war. Ja, aber ich meine schneller als die anderen 55er, wo wir noch Zeit übrig hatten. Okay, easy. Schaffen wir. Direkt weggebombt. Nichts da, Mäuschen. Tot. So, na dann. Nochmal 5 Level. Ich hab's nämlich jetzt gerade auf 19. Hast du den gleichen? In esoterischer Wandel? Nee, ich habe gesagt, ich hab Verderben der Geschlagenen. Ach so. Jeder Angriff auf einen Gegner erhöht den Schaden, den er durch euch erleidet, um 0,99%. Also mit 99. Den nächsten. No? Klingt nett. Neue Transmogrifikation. Ich habe etwas bekommen, was ich vorher nicht hatte. Rechels Ring des Diebstahls. Stahls. Mhm. Naja, okay. Trotzdem nur Müll. Meine Macht wächst. Müll, 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 Müll. Ja, und ich hab Blablablas Gabe bekommen. Ja, okay. Blablablas Gabe. Na, Ramalas. Oder wie der heißt. Ramal. Ach so, hier. Du meinst für die nächste Rüstung. Ja, für den Sockel. Auf eine Waffe. Auf eine Waffe. So, dann fragen wir jetzt nochmal Kadala und dann beende ich die Folge. Das kann ich nicht leisten. Na, aber trotzdem doch schon mal gut nach oben. Jetzt 2,08 Millionen Schaden und 81 Millionen Zähigkeit ungebufft. Wie viel Komma Schaden? 2,08. Achso, okay, ich habe 2,8 verstanden. Jo, das wäre heftig. Das wäre gut. Die Armschienen des Nemesis. Mal gucken, was man hier noch so irgendwie dran feilen kann, weil irgendwie gefällt mir das. Das ist noch zu wenig Schaden. Stimmt, das haben wir gar nicht gedacht, die Armschienen des Nemesis auszurüsten. Ach, du meinst wegen zusätzliche Champions? Ja. Also, war jetzt ja auch nicht ganz so wichtig.
Ja, stimmt schon, naja. Gibt aber auch keine passive Waffenfertigkeit, die physischen Schaden macht, ne? Nicht, dass ich wüsste, also du musst ja eh für dich gucken. Ich habe meinen eigenen Stuff. Ja, ich glaube, physischer Schaden ist generell nicht so sinnvoll. Ups. So. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.